schönes Schiff, Telemenes. Alexios! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer wen, der eine Pechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Malaka. Wie soll mir das helfen? Dieses Monster hält Kefalin ja schon lange genug im Würgegriff. Ich dachte mir, wenn uns jemand von seinem Gestank befreien kann, dann du. Telemenes, was hat das mit meiner Suche nach einem Boot zu tun? Ich habe auch gehört, dass das Schiff des Zyklopen in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. Hallo Freunde, willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Das ist auch wieder ein Gameplay, weil da mein Mikro auch aus war und ich habe mehrere Folgen aufgenommen. Also nimmt's was nicht übel. Ich schneide auf jeden Fall die besten Szenen zusammen. So habt ihr dann auch hoffentlich auch Spaß dran. Ich sag dann viel Spaß und Gameplay. Wenn es euch gefällt, gern liken und abonnieren. Danke. Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welchen Unterschied macht das? Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat der Zyklop gesagt? Hat er deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück. Du willst es? Dann hol es dir. Yeah!
Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Mein Zeus, diese kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Sie scheinen dich zu fürchten. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Alexios, Söldner von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ganz Kefalenia hat deine Gebete gehört. Ich war nur rein zufällig am nächsten dran. Und du kämpfst rein zufällig wie Achilleus, während Zeus Adler um deinen Kopf kreist? Also warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt sowas sehr persönlich. Wo kommst du eigentlich her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat. War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Es? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Also hast du ein Schiff? Natürlich! Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Und wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Alexios. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen, oder? Wenn du gehst, gehe ich auch.
Du bist nicht alt genug. Ich kann nicht ständig auf dich aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Selbst wenn das wahr wäre, es ist noch zu früh. Aber ich mache auch keine Umstände. Versprochen. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Kara. Kara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du, damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halte ich bis dahin aus allem Ärger raus. Mache ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Alexios! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Partner geben sich die Hand. Daran erkennt man den wahren Geschäftsmann. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, mein Freund? Bist du bereit? Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut, das Meer hat noch auf keinen Seemann gewartet. Es wird Zeit. Gut, welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will der mächtige Alexios fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag lautet, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, sie wird nichts Schlimmes tun. Sie wird uns helfen. Sie wird uns führen. Ruhe! Seine Ehrlosigkeit für das Leben, das er verwirkte. Er ist kein Spartiat, Nikolaos. Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaos! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör
Mutter! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Für Vater! Sparta! Vater! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Es geht nichts über eine Brise. Muss sich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um einen echten Seefahrer aus dir zu machen. Und? Welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich sehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar, dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten.